Nee, hat nicht geklappt, okay. Da muss ich was Bestimmtes machen, also. Das wäre ein Weg. Aber ich komme nur hier dahin, also durch den Weg. Was ist das hier? Ah, keine Ahnung. Naja, gut. Genug Zeit geschunden. Ich guck mal noch ein bisschen weiter, ob wir noch irgendwas machen können, weil theoretisch können wir jetzt schwimmen, ne? Na gut, wie viel mir das bringt, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht so viel. Geh mal hier hin. So, genau. Da ist eine Truhe, da könnte ich jetzt hin. Schön. Was leuchtet da? Warum leuchtet das so? So. Was ist jetzt hier für ein Weg? Wahrscheinlich gleich so eine Mauer, ne? Ja, beziehungsweise, ja, okay. Gut. So, hier kommen wir nicht weiter. Und jetzt den Bereich hier. Ja, den haben wir jetzt hier so schön freigeschaltet, ne? Was wollte ich jetzt? Also wir müssen storytechnisch zu der Schmiede, ne? Baseball, ne? So mehr hatten wir jetzt auch nicht gehabt, ne? Ah, okay. Theoretisch müsste ich hier noch irgendwas machen können. Was ist das da für ein Weg? Ist ja alles frei, aber wie komme ich da hin? So, wir haben hier. Über den Weg komme ich zur Brücke. Da muss ich mal hin. Oh! Hallo? Wieso habe ich dich übersehen, Alter? Tut mir leid, dass ich übersehen habe. Eieiei, ich bin gerade von mir enttäuscht. Da gucke ich schon so gründlich und übersehe trotzdem was. So. Jetzt haben wir hier. Achso, hier brauche ich irgendetwas. Um da hinzukommen. Ja gut, das heißt, da kann man wahrscheinlich nicht lang, ne? Hier weitergehen? Nein, hier komme ich auch nicht weiter. Die Blume da ist leider versperrt von der Fäule. Wenn ich jetzt echt über so drüber nachdenke, das Spiel hat echt viel von Horizon, ne? Bei Horizon Forbidden West war das ja auch mit der Fäule und sowas halt, ne? Und du hast hier halt genau dasselbe. Auch hier das mit dem Ausweichen, mit dem Schießen, mit den Angreifen und alles, das hast du alles von Horizon. Also das Spiel hat auf jeden Fall ja, ich nenne es mal seinen Senpai oder seinen Sensei gehabt. So, gut, dann gehen wir jetzt mal da lang. Jetzt nach Westen. So, hier haben wir diese leuchtenden Steine. Wofür sind die? Ich brauche irgendeine Fähigkeit. Okay. Also wir kriegen im Laufe der Zeit irgendeine Fähigkeit, mit der wir die Dinger, irgendwas mit den Dingern anstellen können. So, dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um. You'll get it. Geil.
Hier so. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Oh, Früchtchen für euch. Gönnt euch. Mhm. Schön. Willkommen in der Familie. So, jetzt hier noch ein Weg. Ja, und hier ist wieder alles verrottet, ne? Okay. Unser Ziel ist auf jeden Fall. Oh, unser Ziel ist auf jeden Fall klar. Eine verfluchte Truhe. So, jetzt gibt's erstmal Challenge. Oh, ist das. Ich häng fest! Unfair. Schneller an, Mann! So, das war's. Denk nicht mal dran. Vergiss es. Als ob ich dich heilen lasse. Okay. Schön. Wie, mehr nicht? Nur ein paar Kristalle? Ich dachte, ich krieg jetzt wieder einen Hut oder sowas. Okay. So, alles verpestet hier. Was haben wir hier? So, hier kommen wir nicht weiter. Okay, das hier sieht so aus, ob es hier irgendwann weitergeht. Aber jetzt erstmal nicht. Ja, hier sind überall diese blauen leuchtenden Dinger. Also irgendwas werden wir damit machen müssen, auf jeden Fall. Okay. Hier liegen auch über Laternen rum. Ist das nicht diese Laternen, die dafür da sind, die Toten zu ehren oder irgendwie sowas? Ich meine, irgendwie sowas in der Art müssten die als Symbol stehen, denke ich mal. So, hier haben wir noch was. So, hier war ich glaube ich schon, ne? Nee. Musik auch wieder so düster. Okay. Aber nur hier. Okay. Ja, dann haben wir uns hier erstmal gut umgesehen. Jetzt zur anderen Seite. So, hier haben wir noch einen Weg. Oh, Teleportpunkt freigeschaltet. Finde ich gut. So. Da hinten habe ich irgendwas übersehen. Was ist das? Keine Ahnung, was ist das? Ich gehe jetzt nicht nochmal dahin. So, nee, falscher Weg. So, da bin ich ja vorne lang gelaufen, ne? Ja. Mal noch gucken. Ja, nix. Okay. So, wir haben jetzt hier verdammt viel zu sehen.
So, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir hier lang müssen gleich. Okay, da können wir noch nicht lange, brauchen wir Post. So, und hier ist der Weg, da muss ich lang. Okay, ja, da haben wir wieder dieses Schwebeding, diese komischen blinkenden Dinger. Ich gehe mal davon aus, dass wir die irgendwie mit so einer Art Telekinese oder sowas bewegen können. Ist jetzt so meine Vermutung. Dass sie da mit denen quasi so Wege freischalten können. Achso, wo soll ich das... Wo soll ich denn hin? Fragen? Brauchen wir hier irgendwo eine Eule? Ich sehe hier nirgendwo einen Sockel oder sowas, wo ich die Eule draufstellen kann. Ach, der Dude, gegen den ich so oft verloren habe. Du kannst machen, was du willst. Der geht mir so auf die Eier, der Typ, ne? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich wieder gegen den verliere. Wieso helfen mir meine Viecher denn nicht? Wieso kann ich die manchmal einsetzen und manchmal nicht? Was ist das für eine Scheiße? Ich hasse diesen Bossgegner, ne? Jetzt bin ich wieder hier. Ne, ich muss andersrum. Dieser Bossgegner, Alter, ne? Oh. Definitiv mein Nemesis hier in dem Spiel aktuell. Definitiv. So, komm. Revanche. Du Sackgesicht. Was ist das denn? Was steht da im Weg, Alter? Piss dich, Alter. Piss dich. So. Ja, ich weiß auch nie, wann er sein Ding wirft und wann nicht, ne? Na! Und nochmal hier in dein Gesicht, Alter. In dein verlogenes Maul. Ja, los, komm. Ah, zu früh. Oh, ist das gut. Das war zu früh. Das ist der hat eine unglaubliche Reichweite, der Dude. Das ist der schlimmste Gegner hier in dem ganzen Spiel. Wirklich, sogar die Bosse sind ein Witz gegen den. Falscher Weg schon wieder. Das ist echt der allerschlimmste Feind hier in dem Spiel. Wirklich, jegliche Bosse, das ist alles ein Witz im Vergleich zu dem.
nimm das. Das kann doch nicht wahr sein. Was hast du für eine Reichweite? Für eine unnormale Reichweite, Dude. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Was für eine Reichweite hat der, Alter? Das kann nicht sein, Alter. Ich habe den Endboss besiegt. Ich habe andere Gegner besiegt, die eigentlich stärker waren als der, und ich verliere gegen so einen Noob. Alter, ey, komm, ich natz dich jetzt so weg. Mann! Jetzt stampft er sogar noch. Yes! Oh! Was für eine Ratte, Alter. Oh. Puh. So, gönnt euch erstmal ein bisschen was zu essen. Das habt ihr gerade gut gemacht. Nur dank euch habe ich gewonnen. So, dann gibt es noch ein Ziel, und zwar da hinten. Alter. Gut. So, ich glaube, das war jetzt hier auch erstmal alles soweit, ne? Boah, der Boss hat mir die jegliche Laune kaputt gemacht, ne? So ein Drecksvieh, Alter. Der ist halt einfach nur übelst unpredictable, der Dude. So, was geht ab? So, ein neuer Pfad öffnet sich uns. Okay, schön. Neuer Hut. Nehmen wir uns. So, und da lang. Was haben wir da? Wenn wir schon dabei sind. Echt? Hier gibt es verschlossene Türen? Okay. Interessant.
So, okay. Obwohl die Fäule hier auch ist, scheint das Wasser hier aber nicht verfault zu sein, ne? Komisch. Naja. Hier ist wieder zugegangen. Dann machen wir mal wieder auf. So, neues Gebiet. Auch wieder sehr dark hier. Der hat nichts gebracht. Da sieht es aus, ob wir da später hinkommen. Also da hoch können, meine ich. Oder von da kommen wir runter. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, jetzt haben wir noch hier einen Weg hoch. Ist hier irgendwas? Ja. So, da oben haben wir ein Fass. Okay, das hat nicht geklappt. Wer ist das? Ist das die Schmiedin? You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. Eine Bombe. Oh. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Nutze deine Macht. Halte L2 gedrückt und lasse R1 los, um eine Bombe zu werfen. Die Bombe bewirkt, dass bestimmte Objekte vorübergehend schweben. Aha, okay. Feind auf dem Bauch, ne? Oh, nice. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Was war das? Achso. Das sieht doch nice aus. Okay, muss hier ein bisschen schneller sein bei. Aber nice. So, Feinde.
Geil. Okay, geil. So, ah, sorry, vergessen Facecam anzumachen, wieder mal. Muss öfter auf meinen Aufnahmebildschirm gucken, glaube ich. Aber geploppt. So, da können wir weiter. Gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. So, okay, dann hier lang. Gibt's irgendwas? Nö, nix, ne? Das habe ich nicht gecheckt. Aber okay. Ich weiß gar nicht gecheckt, was ich hier gemacht habe. Ah, ich muss das Bild zusammensetzen, ne? Okay, das war jetzt purer Zufall, dass ich das richtig hatte. So, okay. So, jetzt zur anderen Seite, ne? Okay. Aha. Aber ich check immer noch nicht so ganz, was hat mir das jetzt hier gebracht. Ach so. Nur das? Ja gut, dann brauche ich das nicht, ne? Okay. So, wir haben das hier vorne gemacht. Da haben wir einen Weg. Ich habe ja auch noch was. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah! Achso, da ist ein Leucht... Ah, okay. Okay, nice. Was es hier alles für Rätsel gibt, unglaublich. Gut, haben wir das auch geschafft? So, von da kann man weg, ne? Hier gab es ja nichts zum Schweben lassen, oder? Ne, ich glaube nicht. Okay.